Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr auch im neunten Jahr wieder da seid bei mir. Ich habe mir gestern, zum vergangenen Jahr so meine Gedanken gemacht. Ich habe mir gestern auch ein paar Gedanken für die Zukunft gemacht. Und ich habe das einfach versucht, einmal in ein Gedicht zusammenzuschreiben, was mir da durch den Kopf gegangen ist und selber ich denke jetzt vorlesen. Das alte Jahr ist endlich zu Ende und mir helfen alle, dass das Neue bringt eine Wende. Die Wende soll etwas sein zum Guten, aber sie kann man la helfen, nicht einmal vermuten. Weil so viel hat man uns in den letzten 2 Jahren schon versprochen, was bis heute alles ganz anders ist eingetroffen. Dass man da oft nicht mehr klappt, braucht kein zu wundern. Und im Fall tut jemand auch allem wieder etwas Neues in den Besonderen. Der einfache Bürger hat la also zitieren, die fast täglichen Neuerungen überhaupt zu verstehen. Kein Mensch weiß mehr genau, wie er sich sollte verhalten. Deswegen hat ich mich entschlossen, die Nachrichten nimmer einzuschalten. Und seit ich nimmer viel letzte Frage, seit muss ich schon sagen, die nie die Zukunftsängste viel weniger blogen. Etwas, was mich am meisten gestört hat im letzten Jahr, se war der Umgang untereinander, vergorapor. Ganze Familien, Freundschaften und Beziehungen sind da gebrochen und viel Leid haben sich leimer daheim verkrüchen. Ganz ein Haufen probieren es mit dem Saufen, versuchen sich mit dem Alkohol zu betäuben, aber mit demselben Wörsler noch größer ist Leiden. Viel gescheiter war Scherze zu machen und über so manch sinnlose Entscheidung zu lachen. Aber in viel ist Lachen wo vergangen, weil sie sein in die Augen 4 Wände gefangen. Da sollst du dich nicht wohlfühlen auf der Welt, weil du genau mitkriegst, dass sich's nicht um die Gesundheit dreht, sondern ums Geld. Geld und Macht hat allem schon viel Leid verdorben und viel Unschuldiger sind deswegen auch gestorben. Und Töchter, lernt der Mensch nicht aus vergangenem Leid und folgt blind der Propaganda, des am lautesten da schreit. Der Mensch muss hat anfangen, selber wieder mehr zu denken und in die großen Feldronne weniger Glauben zu schenken. Geld regiert die Welt, sei ich allem schon a so gewesen, der kleine Mann tut zwei Lagern vergessen. Aber lerne zu viel Sumpen schon in den ersten Tagen, sich wirst am Ende auch des Jahr die Blase bloge. Viel gescheiter ist positiv nach vorne zu denken und vor allem die Andersdenkenden mit Verständnis und Toleranz zu beschenken. Es nutzt eh kein, sich gegenseitig zu verfluchen, miteinander Hand in Hand zu gehen, sei müssen wir versuchen. Und genau das miteinander war so viel wichtig, dass die Welt wieder wärst halbwegs richtig. Fang an in der Familie, schließt Frieden und gib euch die Hand und lass wieder ausziehen in Frieden ins ganze Land. Lei, a so wird's gelingen, wieder a halbwegs a Normalität in unser Leben zu bringen. Ich hoffe für uns alle ganz, ganz fest, dass wir's miteinander hinkriegen bis zuletzt. Fangen wir heute schon an, zu verzeichen und in die Andersdenkenden die Hand zu reichen. Und wenn's ne gar nicht geht, nachher ist ein kleines Lächeln ein guter Weg. Ja, das sind meine Gedanken zum alten und zum neuen Jahr. Ich wünsche es uns einfach. Ich wünsche es uns, dass wir es da richten, mit ganz viel Verständnis und Toleranz in das Jahr zu gehen. Verständnis und Toleranz für die Andersdenkenden.
und auch für die Andersdenkenden, dass wir von dieselben viel Verständnis und Toleranz kriegen. Ich wünsche es Ihnen so einfach und ich hoffe, das begleitet mich auch das Jahr wieder ein bisschen. Das hat mich freuen. Alles Liebe, vielen Dank.